offen für den Westen. Euphorie für Europa. Das war einmal. Endlich haben wir eine Regierung, die sich um die nationalen Interessen Polens kümmert und Patriotismus fördert. Katholische Frauen fordern ein absolutes Abtreibungsverbot. Wenn ich weiß, dass das Leben mit der Schöpfung beginnt, dann muss ich auch etwas dafür tun, dass dieses Leben geschützt wird. Die neue national-konservative Regierung geht vielen Polen gar nicht weit genug. Ich will verstehen, warum haben meine Landsleute den Rückwärtsgang eingelegt? Was ist los in Polen? Das bin ich, Susanna oder Zuja, wie meine polnische Familie mich nennt. Ich bin in Polen geboren, in Deutschland aufgewachsen und dieses oberschlesische Dorf war in den Sommerferien mein Bullabü. Heile Welt. Heute verlassen viele junge Polen diese Gegend. Für sie gibt es hier keine Zukunft. In dem grauen Haus dort links lebt mein Cousin Michał. Er ist hier geblieben, gemeinsam mit unseren Großeltern. Michał lebt Wand an Wand mit ihnen. Und glaubt man unserer Oma, dann ist das Zusammenleben total unkompliziert. Ich habe viel über den polnischen Wirtschaftsboom gelesen. Nur hat er längst nicht alle mitgenommen. Michał zum Beispiel hat erfolgreich BWL studiert. Den passenden Job dazu gibt es aber nicht. Statt Kopfarbeit, Handarbeit in einer Schreinerei. Wie ist die Situation für junge Erwachsene wie dich? Gibt es überhaupt feste Stellen? Es gibt Arbeit, aber hauptsächlich schwarz. Oder man bekommt einen sogenannten Müllvertrag. Da kriegst du offiziell nur den polnischen Mindestlohn. Den Rest gibt es unter der Hand. Es gibt keine Zukunftsperspektive. Michał verdient im Monat knapp 500 Euro. Das ist auch in Polen wenig. Ich merke, dass er innerlich zerrissen ist. Soll er auswandern? Soll er bleiben? Ich kann hier nicht einfach weg. Ich muss mich um das Haus und um unsere Großeltern kümmern. Unser Opa ist dieses Jahr 80 geworden. Die Kaninchen versorgt er selbst. Aber Autofahren und schwer tragen, dafür braucht er Michał. In diesem alten Haus spüre ich noch die Unbeschwertheit von früher. Dennoch sehe ich auch, dass Michał typisch ist für das Dilemma der jungen Polen. Wer keine Perspektive hat, der sehnt sich nach Veränderung. Kontrastprogramm. Warschau gilt als die Insel der Freiheit und Toleranz in Polen. Die Menschen verdienen hier deutlich mehr als in der Provinz. Der Lebensstandard ist höher. Und doch ist die Stimmung gekippt, seitdem ich das letzte Mal hier war. Vor kurzem wurde ein Professor der Warschauer Uni in der Straßenbahn angegriffen, nur weil er Deutsch gesprochen hatte. Dabei ist es noch nicht lange her, da war Deutschland für die Polen das Land der Verheißung. Inzwischen entwickeln meine Landsleute einen fast schon extremen Nationalstolz. Und davon profitieren Firmen wie Red is Bad. Paweł Schopper hat das patriotische Modelabel vor 4 Jahren gegründet. Inzwischen hat er 3 Läden. Alles hier ist made in Poland. Paweł zeigt mir sein neuestes Produkt. Inspiriert hat uns der Kult rund um die US-Flagge und die britische Flagge. Es gab Zeiten, da sind Menschen in Polen und anderswo auf der Welt mit diesen Flaggen auf ihrer Kleidung herumgelaufen. Wir dachten uns, wir sind Polen. Warum sollten wir nicht auf unsere eigene Flagge stolz sein? Und so ist dann dieses T-Shirt entstanden. Paweł's Mode macht schon Babys zu Patrioten. Seine Shirts erzählen von polnischen Helden im Mittelalter und während der Nazi-Besatzung. Überdeutlich wird auch, was Paweł von der EU hält.
Die Ursprungsidee der EU finde ich toll. Schengen-Raum, freier Handel, allen soll es gut gehen. Aber so wie die EU heute funktioniert, ist das für mich ein totaler Widerspruch. Ein bürokratischer Apparat, der absurde Entscheidungen fällt und dafür riesige Mengen Geld verschlingt. Für mich ist außerdem unverantwortlich, dass Hunderttausende Migranten in die EU reingelassen worden sind, ohne irgendwelche Kontrollen. Irgendjemand da oben hat beschlossen, wir lassen die jetzt alle rein. Und was haben wir davon? Anschläge, Terror, solche Dinge. Merkwürdig. Von Anschlägen in Polen habe ich nichts gehört. Nur davon, dass Polen Ausländer angegriffen haben. Aber so wie Paweł denken viele hier. Die Nachfrage nach seinen Shirts steigt und steigt. Ich kenne Menschen, die sich dafür geschämt haben, dass sie Polen sind. Was ist aus dem polnischen Minderwertigkeitskomplex geworden? Ja, das war so. Es gab Zeiten in Polen, vor allem während des Kommunismus, da wünschten sich die Menschen, es wäre hier so wie im Westen. Die Regale in den Supermärkten in Polen waren leer. Es gab nichts zu kaufen. Aber jetzt erleben wir großartige Zeiten. Die Polen reden wieder darüber, woher sie kommen. Sie wollen allen davon erzählen. Schaut her, wir sind super ausgebildet, wir sind auf Augenhöhe mit euch. Unsere Geschichte ist so großartig, dass sie Stoff für hunderte Hollywood-Filme liefern könnte. Wir sind stolz und wollen das allen zeigen. Patriotisch, geschichtsbewusst und EU-feindlich. Damit scheint die aktuelle polnische Regierung nicht nur bei Paweł einen Nerv zu treffen. 60% der jungen Erwachsenen haben eine euroskeptische oder sogar offen fremdenfeindliche Partei gewählt. Wie bewertest du diesen Wandel? Ist Polen jetzt auf einem besseren Kurs? Endlich haben wir eine Regierung, die sich um die nationalen Interessen Polens kümmert und um unser Geschichtsbewusstsein. Die Regierung versucht, den Patriotismus in Polen wiederzuerwecken und den Stolz auf das eigene Land zu verstärken. Das finde ich gut. Paweł findet, dass er jetzt mehr Freiheit hat, weil sich Polen nichts mehr aufzwingen lasse. Für Leute, die anderer Meinung sind, scheint kein Platz mehr zu sein. 200 Journalisten der staatlichen Medien haben ihren Job verloren, weil sie nicht zum neuen Kurs passen. Demokratisch ist das nicht. Ich möchte mit Menschen sprechen, die sich Sorgen machen um ihr Land. Meine Freundin Kasia hat mir versprochen, mich zu einer Demo von Regierungsgegnern mitzunehmen. Cześć, Kasiu. Nie ma sprawy. My tutaj stoimy przed tym, oder ich sag's einfach auf Deutsch, wir stehen jetzt hier vor diesem Bestattungshaus. Das heißt, ich warte auf dich. Cześć, Kasiu. Cześć. Fajnie cię widzieć. Also die Straßenbahn, mit dem ich fahren sollte, war die heute gar nicht. Also man muss jetzt ganz zu Fuß gehen. Oh Gott, 3 Kilometer, glaube ich, geht ja mal. Kasia kenne ich noch aus Studienzeiten. Sie ist Historikerin. Als wir uns zuletzt gesehen haben, waren Polen und die EU noch Freunde. Jetzt hat Polen ein entmachtetes Verfassungsgericht. Kasia, was machen diese Veränderungen mit dir, die Dinge, die gerade in Polen passieren? Am Anfang war ich einfach schockiert, weil ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, so etwas in Polen. Das begann alles sehr, sehr schnell. Der Chef der Oppositionspartei nannte das sogar Blitzkrieg. Okay. Und das ist eine passende Formulierung. Okay. Dann natürlich beginnt man, sich daran anzupassen, und das ist auch gefährlich. Also sich anpassen heißt, die Scheuklappen aufsetzen, sich ins Private zurückziehen. Kasia geht stattdessen auf Demos. Also das ist mein, ja. Dein Beitrag so ein bisschen. Mein Beitrag und, denke ich, mein Pflicht auch als Bürgerin, auch daran teilzunehmen und die Regierung zu zeigen, dass ich dagegen bin, was sie machen, und auch Europa zu zeigen, dass nicht alle Polen verrückt sind. Ich habe jetzt gesehen, Wir haben alleine heute 4 verschiedene Märsche, 10 Demonstrationen in Warschau. Was ist los mit Polen? Ist das Land gespalten? Meine Mutter sagte sogar, dass sie fühlt sich, als wären es
Kriegszustandes in Polen, ja, so vor über 30 Jahren. Oder als wir unter einer fremden Besatzung lebten. Und das ist schon sehr schlecht, ja, dass diese andere Seite benimmt sich, als ob wir Feinde wären. Das ist schlecht. KOD, kurz für Komitee zur Verteidigung der Demokratie, protestiert regelmäßig gegen den guten Wandel, wie die Regierung ihre Reformen nennt. Heute kommen die Demokratieverteidiger zum Tag der Unabhängigkeit zusammen, Polens wichtigsten Nationalfeiertag. Die Menschen, die jetzt heute hier bei KOD demonstrieren, das sind auch Patrioten? Ja, natürlich. Also ich denke, das Ziel dieses Marsches ist eben zu zeigen, dass wir auch Patrioten sind. Die Flagge gehört nicht nur diesen, sondern auch uns. Obwohl die Regierung fortwährend etwas anderes sagt. Es gibt solche Andeutungen, dass die KOD-Anhänger sind, weiß ich nicht, fremde Agenten oder sowas. Und jetzt haben wir die Möglichkeit zu zeigen, dass nein, wir sind auch Patrioten und die Flagge gehört auch uns. Mir fällt auf, dass viele Menschen mittleren Alters hier sind. Viele Ältere, kaum Junge. Das wundert mich. In Deutschland, wenn es so eine liberale Demo gibt, dann sind da oft sehr viele Studenten, also sehr junge Leute, Anfang 20. Diejenigen, die hier sind, also die Menschen über 40, sie verstehen am besten, wie viel Polen jetzt verliert. Weil sie erinnern sich jetzt an diese frühe Zeiten, an Kommunismus. Und die Jüngeren, sie können den Maßstab der Veränderungen nicht so gut verstehen wie ihre Eltern oder Großeltern. Und es gibt noch einen zweiten großen Marsch an diesem Tag in Warschau. Den Marsch der Rechtsextremen. Organisiert haben ihn die allpolnische Jugend und das nationalradikale Lager. Um hier drehen zu dürfen, musste ich mich offiziell anmelden. Die größte seriöse Tageszeitung Polens, die Gazeta Wyborcza, wurde übrigens nicht zugelassen. Sie schadet angeblich dem Ansehen des Landes. Die Stimmung ist aufgeladen, aggressiv. Es sind viel mehr Menschen hier als bei den Regierungsgegnern von KOD. Und sie sind jünger. Wir sind hier, um den Tag der Unabhängigkeit zu feiern, an dem Polen als Staat wieder auferstanden ist. Und wir wollen die Leute von KOD ärgern. Die spalten Polen, völlig ohne Grund. Sie schaden nur unserem Ansehen in der Welt. Sie dürfen doch demonstrieren. Das zeigt doch, dass wir Demokratie in Polen haben und es nichts zu verteidigen gibt. Ich bin Anhängerin der Regierungspartei PiS, deshalb bin ich hier und nicht bei der KOD-Demo. Warum unterstützen Sie die Regierung? Weil ich Katholikin bin. Ich bin gegen Abtreibung und für Leben. Ich finde, dass nicht wir Menschen darüber entscheiden dürfen, wann uns das Leben genommen wird, sondern der da oben soll das entscheiden. Hier in Polen entsteht diese gute Bewegung, die ganz Europa wieder zu seinen Wurzeln zurückführen wird. Welche Wurzeln? Die christlichen. Von ihm möchte ich wissen, warum er eine Maske trägt. Aber er will es mir nicht sagen. Der Marsch soll ein Zeichen setzen gegen den Einfluss des Westens, also gegen Ausländer, gegen Homosexuelle, gegen Abtreibung. Für viele ist es das Ereignis des Jahres. Ich wollte fühlen, wie das ist, hier an diesem Marsch teilzunehmen. Gemeinsam mit der ganzen Nation. Ich wollte diese nationale Verbindung spüren. Wir Polen müssen zusammenhalten, dann werden wir überdauern. So wie wir den Krieg überdauert haben.
Meine Landsleute sind tief gespalten. Das habe ich verstanden. Nationalistisch gegen europafreundlich. Dabei wenden sich überraschend viele aus meiner Generation den Rechtsextremen zu. Und das macht mir Angst. Ein neuer Tag in Warschau. Diese Gruppe von Katholiken habe ich zufällig entdeckt. Sie fordern ein völliges Verbot der Abtreibung. Außerdem sind sie gegen Geschlechtsumwandlungen und gegen die Pille. Im Vergleich zu Deutschland ist das polnische Abtreibungsgesetz schon jetzt sehr streng. Abtreiben, weil man mit 15 noch nicht Mutter werden möchte, ist zum Beispiel schon jetzt verboten. Der YouTuberin Veronika Sagur geht das aber nicht weit genug. In ihrem meistgeklickten Video räumt sie mit angeblichen Lügen der Abtreibungsbefürworter auf. Im Hauptberuf ist Veronika Journalistin. Ich treffe sie an ihrem Arbeitsplatz, dem kirchennahen Radiosender Radio Plus. Veronika bezeichnet sich selbst als Turbokatholikin. Wenn ich weiß, dass das Leben mit der Schöpfung beginnt, dann muss ich auch etwas dafür tun, dass dieses Leben geschützt wird. Und da ich Journalistin bin, ist das, was ich tun kann, bestimmte Fakten in die Öffentlichkeit zu bringen und zu erläutern. Wir Katholiken verbieten doch nur Dinge, die anderen schaden. Bei Abtreibung geht es darum, dass Kinder getötet werden. Aber ignorieren Sie damit nicht all die Frauen in Polen, die schon jetzt illegal abtreiben müssen, die dafür schon jetzt ins Ausland gehen? Deshalb kann ein schärferes Gesetz allein nicht ausreichen. Wir brauchen auch eine andere Erziehung. Wir sollten in Polen wieder in einer Zivilisation des Lebens aufwachsen. Das heißt, wir müssen den Menschen wieder bewusst machen, dass das, was da im Bauch wächst, ein Kind ist und nicht ein Zellhaufen. Das Leben beginnt mit der Zeugung. Für Veronika ist alles Leben heilig. Das kann ich noch nachvollziehen. Aber ihre Forderung nach einem Umerziehungsprogramm für die polnische Gesellschaft befremdet mich. Und dann ist da noch die Sache mit den Flüchtlingen. Nächstenliebe ist so ein zentraler Punkt in der katholischen Kirche. Warum sind die Polen dann so unwillig, Flüchtlinge aufzunehmen? Ich denke, dass die Polen eine offene Nation sind, aber sie wollen sicher sein, dass die, denen sie helfen, diese Hilfe wirklich benötigen und dass die Flüchtlinge nicht anfangen, hier ihr eigenes Recht einzuführen oder uns Frauen zu belästigen. Man sieht doch, was in Deutschland und Frankreich passiert. Aber die Vorfälle in Deutschland zum Beispiel, das waren absolute Einzelfälle. Die große Mehrheit erlebe ich als anständig. Nein, da bin ich anderer Meinung. Teilweise sind es die schlimmsten Leute, die hierher kommen. Die fliehen doch gar nicht vor dem Krieg. Die haben doch oft ihre Frauen und Kinder zurückgelassen. Und wir haben das Recht zu wollen, dass es in Polen sicher ist. Nur jeder vierte Pole ist dafür, dass der Staat Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufnimmt. Dabei wandern Polen doch selbst so gerne aus. Siehe, meine Eltern. Ich will mehr über diese Angst vor dem Fremden erfahren von Rafał Gaweł. Wir treffen uns an einem neutralen Ort. Rafał zeigt mit seinem Verein rassistische Straftaten in Polen an. Das gefällt nicht jedem. Rafał will mir Białystok im Nordosten Polens zeigen. Dort ist Rassismus ein besonders großes Problem. Ich habe gehört, dass die Zahl von rassistischen Straftaten in Polen um bis zu 40% angestiegen ist im vergangenen Jahr. Was weißt du darüber? Das ging rapide hoch. Schuld daran sind die Regierungspartei und andere rechte Parteien. Sie haben in ihren Wahlspots und über die sozialen Medien Angst geschürt. Sie haben den Polen eingeredet, IS-Terroristen und Flüchtlinge, das sind genau dieselben Leute. Sie töten, sie vergewaltigen, sie misshandeln eure Kinder, sie schneiden euch die Köpfe ab. Und die Polen haben das geglaubt? Viele Menschen haben das geglaubt. Polen ist ein extrem homogenes Land. Viele Polen kennen gar keine Ausländer. Es gibt hier kaum Menschen, die anders aussehen.
In der 300.000 Einwohnerstadt Białystok lebten früher sehr viele Juden. Dass die allermeisten die Nazi-Besatzung nicht überlebten, dafür ist auch die polnische Bevölkerung mitverantwortlich. Doch das wurde nie richtig aufgearbeitet. In dieser Bahnunterführung zeigt mir Rafał, dass Fremdenhass in Białystok auch heute noch ein Problem ist. Hier haben wir was. Ja, da siehst du ein SS-Symbol und da ein Hakenkreuz. Wir finden auch eine 88, das Symbol für Heil Hitler. Auch auf diesem ehemaligen Militärgelände haben sich Neonazis ausgetobt. Wie viele solcher Symbole habt ihr angezeigt? Tausende. Wir haben mehr als 5000 Anzeigen erstattet. Einige Menschen in Białystok haben sich sehr engagiert. Sie haben angefangen, uns zu informieren, wenn sie ein rechtsradikales Symbol entdeckten. Wir haben damals die Polizei informiert und die Stadt. Und die hat dann angefangen, diese Symbole zu entfernen. Rafał fährt mit mir durch eines der ärmeren Viertel von Białystok. Die vielen weißen Stellen, sie alle übertünchen fremdenfeindliche Symbole und Parolen. Es sind viel mehr, als ich erwartet hatte. Ab und zu schimmert auch noch ein Hakenkreuz durch. An diesem Stromhäuschen prangte ebenfalls ein Hakenkreuz, sogar 12 Jahre lang, bis Rafaus Organisation das anzeigte. Wir waren überzeugt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft die Neonazis auch suchen würden, die dafür verantwortlich waren. Und wir waren extrem verwundert, als der zuständige Staatsanwalt mitteilte, dass er sie nicht jagen würde. Seiner Meinung nach ist das Hakenkreuz ein asiatisches Glückssymbol. Rafał und sein Team machten auch das öffentlich. Der Staatsanwalt wurde tatsächlich abgestraft. Doch seit die neue Regierung an der Macht ist, können die Neofaschisten in Białystok wieder tun, was sie wollen. Wie das aussieht, zeigt Rafał mir vor der Basilika von Białystok. Das nationalradikale Lager skandierte hier vor kurzem unbehelligt judenfeindliche Parolen. Für mich ist erschreckend, dass die Behörden in Białystok absolut nichts gegen diese Leute tun. Die Neofaschisten liefen hier zu Hunderten durch die Stadt. Sie haben unter anderem gerufen, dass sie Juden umbringen wollen. Öffentlich. Und sie wurden nicht etwa verhaftet, sondern auch noch von der Kirche empfangen. Die Predigt in der Basilika von Białystok hielt passenderweise ein Priester, der selbst offen nationalistisch und fremdenfeindlich ist. Die Nationalisten und Neofaschisten in Polen tun gerade alles, um eine Gesellschaft heranzuziehen, die rassistisch ist, die Angst vor dem Fremden hat. Das Einzige, was uns noch retten kann, ist ein sehr, sehr starker Protest der EU. Aber ob die hier noch etwas ausrichten kann? Ich habe das Gefühl, dass sich die Polen von außen nicht mehr beeindrucken lassen. Vielleicht schaffen meine Landsleute es ja aus sich selbst heraus, die Stimmung noch zu drehen. Die Einwohner von Białystok können doch nicht hinnehmen, wenn auf ihren Straßen offen fremdenfeindliche Parolen gerufen werden. Oder? Die Leute sollen manifestieren, was sie wollen. Man muss tolerant sein. Als sie hört, um was es geht, möchte sie lieber nicht antworten. Das war keine große Sache. Niemand hat gehört, was die genau gesagt haben. Das war eine kleine Veranstaltung. Es ist doch nichts passiert. Wegen dieser paar Jugendlichen mache ich mir keine Sorgen. Eher schon wegen ausländischer Aggressionen. Polen ist ein ruhiges Land. Die Menschen hier sind schon immer freundlich miteinander umgegangen. Solange es ihresgleichen sind. Rafał hat mir erzählt, dass hier in der Gegend schon seit Jahren tschetschenische Flüchtlinge leben. Mit einem von ihnen will ich mich jetzt treffen. Er heißt Islam, ist 20 und wurde vor 2 Monaten von einem Polen angegriffen. Cześć. Cześć. Jak się masz? Dobrze, a pani? Też dobrze. Chciałbym wiedzieć, gdzie doszło do tego ataku, jak on się odbył. Do tego ataku doszło tu. Der Angriff passierte hier auf diesem Skatepark, dort hinten unter dem Dach. Ich stand da mit meinem Bruder, ein paar Freunden. Wir haben erzählt, gelacht. Da kam dieser Mann, den wir nicht kannten. Er grüßte uns, wir grüßten zurück. Er ging ein Stück weiter, traf sich da mit 2 Freunden. Wir beachteten sie nicht weiter.
Etwa 5 Minuten später bekam ich ein Messer in den Rücken. Völlig überraschend? Ja, aus dem Nichts. Da hatte ich plötzlich ein Messer im Rücken. Weißt du, warum er dich angegriffen hat? Es ging wohl um die Nationalität. Das soll er jedenfalls der Polizei gesagt haben. Das heißt, er war ein Rassist? Ja. Für Islam war das Schlimmste daran, dass er 2 Monate lang keinen Sport machen durfte. Heute ist sein erstes Training nach der Zwangspause. Islam, ich hätte Angst, dich anzugreifen. Wusste der Täter nicht, dass du boxst? Er hat mich von hinten attackiert, in den Rücken. Vielleicht wusste er, dass er sonst keine Chance hat. Was macht die Wunde? Ist sie schon verheilt? Man sieht sie noch. Die Haut ist aber ganz gut verheilt. Ah ja, man sieht's. Ich hatte Glück, dass er meine Leber nicht erwischt hat. Sag, wie geht es dir in Polen? Du bist Tschetschene, du bist Muslim. Wirst du deshalb in Polen anders behandelt? Nein, diese Attacke auf mich, das war ein Einzelfall. Es gibt überall schwarze Schafe. Ich gebe nicht allen Polen die Schuld daran. Das war ein einzelner Mann. Ich habe weiterhin Respekt für die Polen. Ich habe hier Bekannte, gute Freunde. Es geht mir gut. Islam steht kurz vor dem Schulabschluss. Er spricht perfekt Polnisch. Für mich ist er das ideale Beispiel dafür, dass Muslime sich sehr wohl in eine katholische Gesellschaft einfügen können. Laut Trainer Zbyszek ist die Stimmung in Polen aber regelrecht vergiftet, wenn es um Ausländer geht. Egal welcher Religion. Die meisten sagen, wenn du so schlau bist, dann nimm die Migranten selbst bei dir zu Hause auf. Aber Momentchen mal, ich selbst habe in Deutschland gearbeitet. Viele Polen gehen nach England, Frankreich, Irland. Wenn wir auswandern, ist das okay. Wenn andere zu uns kommen, dann ist das sofort eine Katastrophe. Tut dir das weh, wenn du Polen hörst, die sagen, lasst keine Muslime in unser Land, keine Menschen aus dem Nahen Osten? Ja, natürlich trifft mich das. Die Menschen, die so etwas sagen, scheinen nicht zu wissen, warum diese Leute hierher kommen wollen. Es ist Krieg in ihrem Land und sie müssen fliehen, damit ihre Kinder halbwegs normal aufwachsen können. Ich verstehe nicht, wie man Menschen so unter Generalverdacht stellen kann. Man sollte einen Menschen erst kennenlernen und dann über ihn urteilen. Der Mann, der Islam angegriffen hat, könnte bis zu 8 Jahre hinter Gitter kommen. Doch ich fürchte, dass die Justiz auch diesmal kein Zeichen gegen rechte Gewalt setzen wird. In Białystok endet meine Reise. Mich hat überrascht, wie weit die polnische Gesellschaft nach rechts gerückt ist. Vor allem die junge, meine Generation. Bóg, honor, ojczyzna. Gott, Ehre, Vaterland. Was für mich gestrig klingt, ist für viele Polen heute die Zukunft.